Gigi! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich zwei Nachrichten für euch. Und zwar erstens ein Video noch über die Animuk, denn das kam bis jetzt noch nicht raus. Und die Info, denkt dran, am 21. und 24. Juni kommt der gute Fate Straight Night. Film im Kino und vom Peppermint Anime, deswegen vergesst nicht da reinzugehen. Ich freue mich schon mega auf den. Geht ihr rein? Wenn ja, schreibt mal wo, in welchem Kino. Und das andere, was ich jetzt noch zeigen möchte, sind noch die Aufnahmen von der Animuk. Die habe ich leider verpeilt rauszubringen, beziehungsweise ich war wieder im Kampf mit mir selbst. Bringst du es raus oder bringst du es nicht raus? Ich wollte es einfach nicht schneiden, ich habe es so vor mich hergeschoben. Ja, ihr wisst ja, dass da dieses Problem mit diesem Mikrofon war und ja, ich habe trotzdem beschlossen, es wäre wirklich scheiße für die Leute, die ich interviewt habe, mit euren Fragen, die ihr mir gestellt hattet, diese eben nicht rauszubringen und deswegen, ich hau's jetzt trotzdem raus. Es tut mir leid um den schlechten Ton. Ich habe versucht zu schnippeln und zu limitieren, was geht, aber ja, lieber so als ja. Gar nicht. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und tut mir leid wegen dem Ton. Und wenn ihr euch selber in dem Video entdeckt, dann bitte schreibt mir einen Kommentar und ich werde das in der Videobeschreibung noch nachtragen, euren Link oder euren Instagram-Account, was auch immer ihr verlinken wollt. Dann würde ich aber sagen, legen wir los. 3, 2, 1, Hashimimasho! Und zwar, pass auf, ich gehe einfach mal die Kommentare durch. Ja. Scheiße, du kamst mir gerade viel kleiner vor. So, in welchen Anime würdest du am liebsten leben? Boah, schwer. Also, wenn ich ehrlich sein darf, es gibt zwei. Einmal One Piece, wegen den ganzen Teufelsfrüchten. Aha. Und... Meinst du, die schmecken? Ja, die schmecken super. Okay. Hoffe ich mal. Und dann Tokyo Ghoul wegen den ganzen Ghoulen, weil wenn man selbst ein Ghoul ist, ist es halt der Wahnsinn. Weil man kann... Findest du es gut? Ja, es ist cool. Menschenfleisch. Wäre es mir wert. Scheiße. Ich glaube, für die Frage bist du noch zu jung. Was war euer erster Anime und könnt ihr euch noch dran erinnern? Das ist eine gute Frage. Das erste, was ich jetzt als Anime definieren würde, war Yu-Gi-Oh! Und das erste, was ich jetzt im Nachhinein quasi als echten Anime bezeichnen würde, war Death Note. Oh yeah! Lieber Anime oder Manga? Manga, Manga. Ich liebe Manga. Ich jetzt wirklich? Ich hätte das nicht erwartet. Wie viel Manga hast du? Ich hab 60, 70, 80. Wenn ich mal meine verkaufen will, dann weiß ich Bescheid, wo ich mich hinwende. Okay. Ja, mach ich so. Der Fuchs hat dein Video gesprengt. Das ist nicht schlimm. Einfach dahinter gesprungen. mein erster Anime war Elfenlied. Ja, war ein bisschen hart so für den Anfang, aber er war auf YouTube und man konnte es durchschauen. Zum Einstieg gleich mal das Beste. So, ach, naja, immer noch besser als irgendein Hentai oder so, weißt? Also von dem her, das passt schon. Elfenlied, Spitze. Hast du schon mal bei einem Anime geweint und wenn ja, bei welchen? Nein, habe ich nicht, aber ich war kaum kurz davor. Bei welchen? Deadpool Wonderland. Ich fand das total traurig. Ja. Ja, okay. Aber das nicht gemeint. Aber ja. Alles klar. Hast du, wie viele Animes hast du schon geschaut? Hast du schon? Schon so ein paar, aber ich will auch mehr machen. Also okay. Was ist der nächste Anime, den du unbedingt anschauen willst? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich guck da mal so ein bisschen rum. Ich empfehle dir mal ein paar traurige, dass du mal richtig weinen kannst. Welche drei Animes sollte man gesehen haben? Ich würde sagen, Shokugeki no Soma ist ein super Anime. Den sollte man sich anschauen. Boah, da bin ich überfordert. Also ich finde, man sollte sich Tokyo Ghoul auf jeden Fall anschauen. Sword Art Online auf jeden Fall und halt, ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben nur zwei angeschaut bis jetzt. Naja, da hast du noch richtig schön was vor dir. Das ist überhaupt kein Stress. Man hier sieht One Piece und muss ich jetzt überlegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, tut mir leid um den Ton, tut mir leid um den Ton. Aber ja, so ist das nun mal. Wie gesagt, vergesst nicht, Fate Straight Night am 21. und am 24. Juli ins Kino gehen, anschauen. Ich habe jetzt erst vor kurzem die komplette Fate-Serie gesehen. Ich glaube, mir fehlen irgendwie eins? Irgendwo fehlt mir noch eins, aber ja, das ist ja eh nochmal ein Thema für sich, Fate.
Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und am Samstag kommt wahrscheinlich noch was zur JenaCon, falls ihr darauf noch wartet. Deswegen, ich hau jetzt mal alles raus, was noch so über ist. Und vergesst auch bitte nicht, diese Glocke anzumachen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ihr kennt den YouTube-Algorithmus. Nyaa.